Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind stehen geblieben vor diesem komischen, verwirrbaren Drehraum. Und mir ist aufgefallen, ich habe im letzten Part an einer anderen Stelle angefangen, als wo ich im Part davor aufgehört habe. Das lag daran, wie schon gesagt, ich habe den Speicherstand überspeichert und ich hatte gedacht, ich habe an der Stelle aufgehört. Verpasst habt ihr sowieso nichts, weil ich bin dann nur hochgeklettert. Mehr war da nicht. Und ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Ihr könnt mir das hoffentlich doch verzeihen. Naja, okay. Weiter im Tempel. Wir haben den Schlüssel, um diesen komischen verwirrbaren Drehbums-Dingsraum zu öffnen. Mit diesen zwei grünen, fliegenden Behindischädeln. Hallo. Ja, okay. Kein Herz. Ja, beiden. Versuche ich das gar nicht auf zu entleeren. Ja, so. Genau. Was wird uns denn wohl da erwarten? Ich überlege gerade, ob da dann schon der dritte Geist auf uns wartet. Weil es gibt noch den grünen, ja, den grünen und den lilanen gibt es noch. Aber wenn da. Ich schätze mal, es wird der grüne sein, weil... Also ich bin mir gerade nicht sicher, weil wegen... Bleib! Warum verschwende ich da eigentlich so viel Pfeil, anstatt dass ich einfach dann vorbeilaufe, links oder rechts? Aber nee, ich muss... Nein! Was? Zur... Hä? Nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Das schaffen wir. Bam! Ach, das... Ach so. Okay, das hat den Raum jetzt verdreht. Das heißt, der Vogelraum hatte mit dem Raum gar nichts... Im Entferntesten gar nichts zu tun. Auch nicht schlecht. Hier. My shorts. Du. Kennt mich alle mal. Ich bin der über Link. Oh, das ist der Raum. Das ist miese Prise. Schauen wir erstmal, was hier ist. Okay, da sind schon mal Spiels. Was soll das jetzt? Das kann ich mir da holen. Mal schauen, ob da irgendwas erscheint. Warte. Ich habe doch das Vogelscheuchenlied. Wartet mal kurz. Muss mal kurz überlegen. Links, rechts, links, links, rechts, links, oben, unten. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil das hat genau den gleichen Zeitraum aufgenommen, wie ich da gespielt habe. Und ich habe so langsam an der Stelle gespielt. Wir, so oft werden wir das auch nicht benutzen, denke ich mal. Aber ich will nur mal wissen, was an dieser Stelle ist. Da habe ich mir noch, habe ich mir gar keinen Gedanken drum gemacht. Komm, mach jetzt um. Unten. Aber da wird wahrscheinlich nichts passieren, oder? Gut. Dann halt nicht. Dann werden wir den anderen Weg lang gehen. Wow, 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 wow. Ach so. Link, pass auf! Die Decke fällt herab! Das haben wir gerade. Kann ich nicht? Halt. Okay, ich kann in dem Raum. Ich baue mal meine Pfeile. Lass. Aber wir sind instant tot, wenn wir. Okay.
Ab zur Tour, ab zur Tour, ab zur Tour, ab zur Tour. Oh, das ist zwei breit. Hey, ich dachte schon. Okay, und raus hier, und raus hier, und raus hier. Warum sind da Schatten? Oh Mann. Ah! Nein, sag nicht, wenn jetzt so ein Ding auf uns fällt, sind wir auch Game Over. Was? Nein! Was? Wir haben nur bestimmte Zeit dafür. Ich will es nicht ausprobieren. Ich will es einfach nicht ausprobieren. Ja, das dürfen wir aber schaffen. Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall geschafft. Ich muss sagen, der ist irgendwie der coolste. Der hat, kommt ein bisschen rüber wie so ein alter weiser Opi. Und vor allem bevorzuge ich in vielen Dingen die Farbe grün. What you want from me? What you want, bitch? Hey, what you want? Eat my iron shot. My master shot. Eat it. Die. Der Schutzschild, Mann. Tot. Ja, natürlich. Oh Mann, jetzt habe ich es verschrien. Was sagt eigentlich Navi dazu? Etty, eine der Irrlichtschwestern. Ziele auf sie so. Irrlichtschwestern? What the fuck? Hallo Etty. Mein Gott, war das jetzt schwer. Ehrlich, Schwestern, Etty, was? Die sehen alle aus wie alte Opis, bis auf die letzte, die jetzt noch fehlt. Wobei, die erste sah auch nicht so aus. Aber die anderen hatte alle im Bart. Was sind das für... Was ist das falsch bei euch, Kinder? Haben wir jetzt so alles? Yep, soweit haben wir diesen Tempel komplett. Jetzt. Stirb, stirb, stirb. Ich weiß, es ist schon tot, aber. So. What the f. Meinst du gerade um deine Geschwister? Weint. Was? Nevermals. Betty, eine der Irrlichtschwestern. Wenn du sie nicht. Wenn sie sich aufteilt, musst du herausfinden, welche die echt ist. Oh. Das Geheimnis daran ist, wenn sie wieder erscheint, immer die, die sich nochmal dreht. Aber dürfte man, das Schema dürfte man sowieso viel zu schnell erkennen. Hallo? Drei Schüsse waren es? Betty, du bist. Betty, ich zerstöre dich einfach so. Ich werde dich einfach richtig zerstören. Ja, tot. Bam. Ich bin extra jetzt noch von der Plattform da runtergegangen, die da am Boden ist. Weil wir ja am Anfang, als wir den Tempel betreten haben, gesehen haben, das ist ein komischer Fahrstuhl. Der nach unten gegangen ist, als alle Fackeln weg waren. Das heißt, wir haben jetzt Schwestern umgebracht.
Vorteil. So, da ist der Master Key, da ist der andere Key. Die Öffnung. Die Öffnung, genau. Hinter mir dürfte eine sein. Ich weiß auf jeden Fall, hier gibt es noch eine Skulptur. Ja, da hört man sie. Was haben wir da? Doch, da drüben, genau. Das war es dann eigentlich auch schon so. Großartig. Weil das ist ja immerhin das Ende vom Tempel. Da vorne ist schon die Master. Master Tür. Oh, nee. Doch, da. Ja, du bist hier so gefällig. Ach, da bist du. Okay. So, was ist da noch für Pfeile? Herzen. Pfeile. Okay. Dann noch einmal schieben. Schieben! Vor allem, es rutscht immer so cool. Sag nicht, das setzt alles zurück. Boah. Hey. Ich hätte mich, glaube ich, erschlagen, wenn das alles zurückgesetzt hätte. Das sieht ganz schön geil aus. Mit Ehre herantreten. Leute, wollen wir diese Türe öffnen? Wollen wir zum Boss hineingehen? Ich würde sagen, damit ich glaube nicht, dass ich den Kampf jetzt schaffe, in der Zeit, die wir noch haben. Deswegen beende ich hier heute mal sehr früh den Part. Ich habe ja auch immer mal wieder ein bisschen längere Parts, kürzere gibt es immer, damit ich diesen Kampf auf einen Part drauf kriege. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir im Waldtempel dem Boss das Handwerk legen. Und die Weise des Tempels befreien. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und bis in den nächsten Part. Cheerio!